So, in diesem kurzen Video schauen wir uns an, wie die primären Gemeinkosten auf die Kostenstellen verteilt werden können. Und dazu haben wir folgende Aufgabe. Die Großstahlbau GmbH produziert großdimensionierte Metallkonstruktionen, wie zum Beispiel Hallen und Industriebauten, Trägerkonstruktionen für Hochhäuser, Stahlbrücken, Kesselanlagen für die Energiewirtschaft sowie Großbehälter und Container für den Gütertransport. Die Kostenrechnung des Unternehmens weist 2 Hilfskostenstellen und 4 Hauptkostenstellen auf. Also Hilfskostenstelle 1, das ist Dampf, Hilfskostenstelle 2, das ist Strom, dann noch die Materialstelle, Fertigungsstelle, Verwaltungsstelle und die Vertriebsstelle. Es werden folgende Daten bezüglich der effektiv angefallenen Gemeinkosten in der Abrechnungsperiode in der Kostenartenrechnung ermittelt. Wir haben für Gehälter 131.400, kalkulatorische Abschreibung in Höhe von 108.400, Mieten von 70.000, Materialgemeinkosten von 122.000, kalkulatorische Wagniskosten von 16.000 und Wasserkosten von 15.000 Euro. Außerdem haben wir noch weitere Angaben zu den primären Gemeinkosten, nämlich dass die Gehälter, die Verteilung der Gehälter ergibt sich aus einer Liste, die aufgrund der Gehaltsabrechnung erstellt wurde, und da sind direkt schon die Kostenstellen, sind die Gehälter schon direkt auf die Kostenstellen verteilt. Außerdem haben wir noch die Verteilung für die kalkulatorischen Abschreibungen. Auch die haben wir schon direkt vorliegen für die einzelnen Kostenstellen. Dann haben wir noch Daten zu den Mieten. Da haben wir keine direkten Beträge vorliegen, sondern nur die Angabe, wie viel Quadratmeter die jeweiligen Kostenstellen ausmachen. Dann haben wir noch Gemeinkostenangaben in Bezug auf die Materialkosten. Und da haben wir prozentuelle Angaben, wie sich die gesamten Materialkosten auf die jeweiligen Kostenstellen verteilen, wo Material verbraucht wurde. Und schließlich haben wir dann auch noch die kalkulatorischen Wagniskosten. Da ist direkt auch für die Kostenstellen was angegeben, wo was angefallen ist. Und noch den Wasserverbrauch, das ist dann wie bei der Miete, da haben wir dann den Kubikmeterverbrauch hier pro Kostenstelle angegeben. Und unsere Aufgabenstellung ist jetzt, nehmen Sie die Verteilung der primären Gemeinkosten auf die Kostenstellen im Betriebsabrechnungsbogen vor. Und das wollen wir jetzt mal machen. Unser Lehrer BAB für die primären Gemeinkosten sieht so aus. Wir haben in den Zeilen die Arten der Gemeinkosten, also Gehälter, Abschreibungen, Mietkosten, Materialgemeinkosten, kalkulatorische Wagniskosten und Wasserkosten. Und in den Spalten haben wir die jeweiligen Kostenstellen, auf die das dann verteilt werden soll. Und wir gehen jetzt einfach Zeile für Zeile durch und schauen, wie wir die Angaben aus der Aufgabenstellung übertragen können. Fangen wir an mit den Gehältern. Da hatten wir folgende Angaben. Und zwar haben wir hier praktischerweise in der Aufgabenstellung direkt schon die jeweiligen Beträge angegeben, die den Kostenstellen zugewiesen werden sollen. Das übertragen wir jetzt einfach 1:1 in den Betriebsabrechnungsbogen. Also hier 9.600 Euro für Hilfskostenstelle 1, dann 3.500 für die Hilfskostenstelle 2, 29.300 für die Materialstelle, dann 10.000 für die Fertigungsstelle, 54.000 für die Verwaltungsstelle und 25.000 für die Vertriebsstelle. Das ist alles, was wir hier für die Gehälter machen. Gehen wir weiter. Weiter machen wir mit den Abschreibungen. Für die Abschreibungen haben wir auch schon direkt angegeben in der Aufgabe, welche Kostenstelle, wie viel Kosten zugeschrieben werden. Das können wir auch hier, wie bei der Miete, wie bei den Gehältern, können wir hier die Abschreibung also einzeln direkt übertragen in den Betriebsabrechnungsbogen, also hier für die Hilfskostenstelle 1 die 13.200, 3.400 für die Hilfskostenstelle 2 und das gleiche für die restlichen 4 anderen Kostenstellen. So, machen wir weiter mit den Mieten. Bei den Mieten ist es nicht ganz so trivial, aber auch einfach. Hier haben wir jetzt die Angabe, dass sich die Mietkosten bezogen auf die Quadratmeter auf die Kostenstellen verteilen. Um jetzt hier zu den verteilenden Beträgen zu kommen, müssen wir erst den Verrechnungssatz pro Quadratmeter ermitteln. Und das machen wir, indem wir die gesamten Mietkosten durch die Gesamtquadratmeter teilen. Die gesamten Mietkosten standen ganz am Anfang der Aufgabenstellung und betragen 70.000 Euro.
Und die gesamte Quadratmeterzahl erhalten wir, indem wir die einzelnen Quadratmeterzahlen hier addieren. Wenn wir das machen, erhalten wir 7000 Quadratmeter. Wenn wir das ins Verhältnis setzen, sehen wir, dass der Quadratmeter-Verrechnungspreis 10 Euro beträgt. Und mit diesem Verrechnungssatz können wir jetzt die einzelnen Quadratmeterzahlen der Kostenstellen bewerten, indem wir jeweils mit 10 Euro multiplizieren. Die 400 Quadratmeter der Hilfskostenstelle 1 bewerten wir also mit 4000 Euro. Und das Gleiche machen wir mit allen anderen Kostenstellen. Die Materialstelle kostet uns dann also 26.000 Euro Miete, Verwaltungsstelle 3.000, die Hilfskostenstelle 3.000, die Fertigungsstelle 25.000 und die Vertriebsstelle 9.000 Euro. Und das Ganze übertragen wir jetzt in den Betriebsabrechnungsbogen. Also hier Hilfskostenstelle 1, Hilfskostenstelle 2, Materialstelle, Fertigungsstelle, Verwaltungsstelle und die Vertriebsstelle. Machen wir weiter. Jetzt geht es zu den Materialgemeinkosten. Hier haben wir die Angabe, dass sich die Materialgemeinkosten zu 60% auf die Materialstelle verteilen, zu 5% auf die Hilfskostenstelle 2 und zu 35% auf die Fertigungsstelle, sonst auf keine anderen Kostenstellen. Außerdem wissen wir aus der Aufgabenstellung noch, dass die gesamten Materialgemeinkosten 122.000 Euro betrugen. Und diese 122.000 Euro verteilen wir jetzt einfach anhand dieser 3%-Zahlen auf die drei Kostenstellen, die da angegeben sind. Also 5% von 122.000 sind 6.100 Euro für die Hilfskostenstelle 2. 60% der Materialkosten gehen auf die Materialstelle, das sind 73.200. Und die restlichen 35% gehen auf die Fertigungsstelle, das sind 42.700 Euro. Und diese Zahlen können wir jetzt übertragen in den Betriebsabrechnungsbogen. Also hier Hilfskostenstelle 1 hat keine Materialkosten, dann die 6.100 für die Hilfskostenstelle 2, dann die 73.200 für die Materialstelle und die 42.700 für die Fertigungsstelle. Und die letzten beiden Kostenstellen haben keine Materialgemeinkosten. Gehen wir weiter im Betriebsabrechnungsbogen. Jetzt geht es zu den kalkulatorischen Wagniskosten. Da hatten wir praktischerweise wieder direkt angegeben, bei welchen Kostenstellen wie viele Kosten angefallen sind. Das übertragen wir jetzt einfach in den Betriebsabrechnungsbogen. Also bei der Hilfskostenstelle 1 hatten wir keine Wagniskosten, auch nicht bei der Kostenstelle 2. Aber bei der Materialstelle hatten wir 6.500, in der Fertigungsstelle 8.000, in der Verwaltungsstelle keine und im Vertriebsbereich 1.500 Euro. Bei den Wasserkosten haben wir die einzelnen Verbrauchszahlen in Kubikmeter angegeben. Hier gehen wir so vor wie bei den Mieten. Wir brauchen also erst einen Verrechnungssatz, in dem wir die gesamten Wasserkosten durch den gesamten Wasserverbrauch teilen. Die Kosten waren in der Aufgabenstellung als 5.000 Euro angegeben. Der Gesamtverbrauch ergibt sich als Summe dieser Angaben hier als 2.500 Kubikmeter, macht einen Verrechnungssatz in Höhe von 2 Euro pro Kubikmeter. Damit können wir jetzt die einzelnen Verbräuche in den Kostenstellen bewerten. Die 100 Kubikmeter Wasser, die die Hilfskostenstelle 1 verbraucht hat, sind also 200 Euro wert. Die Materialstelle hat 600 Euro verbraucht, die Verwaltungsstelle 1.200 Euro an Wasser, Hilfskostenstelle 2 200, Fertigungsstelle hat 1.800 Euro verbraucht und die Vertriebsstelle 1.000 Euro an Wasser. Und diese Werte können wir jetzt wiederum direkt in den Betriebsabrechnungsbogen übertragen. Hilfskostenstellen 1 und 2, Materialstelle, Fertigungsstelle, Verwaltungsstelle und Vertriebsstelle. So, jetzt sind wir alle Zeilen durch. Jetzt haben wir alle primären Gemeinkosten verrechnet. Der Vollständigkeit halber sehen Sie jetzt hier nochmal den kompletten Bogen ohne irgendwelche Animationen. In der untersten Zeile sehen Sie die Gemeinkosten, die primären Gemeinkosten dann jeweils für die einzelnen Kostenstellen summiert. Das war's.